Wir sind da beim Kraftwerk Söllstufen-Lehn und da reden wir jetzt darüber, wie man aus Wasser Strom für euch macht, das ihr nutzen könnt zu Hause, vor allem, wie man das auf nachhaltige Art und Weise macht. Rund 4.500 Kilowattstunden Strom verbraucht der durchschnittliche Haushalt in Salzburg pro Jahr, egal ob beim Föhnen, Kochen oder Kühlen. Der Strom dafür kommt beim Greentech-Unternehmen Salzburg AG zu einem sehr großen Teil aus Wasserkraft. Wenn euch unser Video gefällt, dann lasst uns gerne euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Wasserkraft ist eine sehr alte und sehr nachhaltige Art, um Strom zu erzeugen. Flusskraftwerke stauen das Wasser dabei etwas auf, damit ein entsprechender Höhenunterschied entstehen kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Salzach da durchfließt, beim Kraftwerk aufgestaut wird. Dazu ist die Wehranlage da. Wir erreichen da eine Stauhöhe von etwa 6 Meter Höhe. Und diese 6 Meter Höhe erzeugen einen Druck. Dieser Druck wird dann bei den Turbinen genutzt und die Turbinen werden sozusagen mit dem Druck und dem Wasser beaufschlagt, um Strom zu erzeugen. Das Wasser fließt dazu da in der Salzach auf der linken Seite in das Krafthaus rein. Das werden wir uns dann noch detaillierter anschauen, was da genau passiert. Da machen wir uns gleich auf den Weg zum Kraftwerkseingang. Hier geht es aber an einem großen Bagger vorbei, wofür der wohl genutzt wird. Wir stehen jetzt da vor dem Turbineneinlauf. Der Turbineneinlauf ist ausgerüstet mit dem sogenannten Turbineneinlaufrechen. Am Sieb kann man sagen, das dafür zuständig ist, dass keine großen Fremdteile wie Baumstämme, Wurzeln oder so in die Turbine kommen. Und damit man dieses Sieb, den Einlaufrechen, frei halten kann von diesem Material, ist dahinter uns die Rechenreinigungsmaschine. Die Rechenreinigungsmaschine holt das Ganze raus und entsorgt es dann da in dem Container, damit man das einer geordneten Entsorgung zukommen lassen können. Jetzt geht's aber wirklich rein. Unter die Erde oder besser gesagt unters Wasser. Markus steigt viele Stufen nach unten. Dorthin, wo das Wasser zu den Turbinen geleitet wird. Nachdem das Wasser durch den Turbineneinlaufrechen geflossen ist, kommt es da zum Leitapparat. Im Leitapparat wird die Durchflusswassermenge je Turbine geregelt. Wir haben ja da im Kraftwerk Lehn zwei Turbinen. Jede davon ist in der Lage, 125.000 Liter Wasser pro Sekunde zu verarbeiten und damit jeweils knapp über 7 Megawatt Strom Energie zu erzeugen, der in weiterer Folge dann im Generator zu Strom gemacht wird. Das Wasser rinnt jetzt da von da so durch und in diesem Rohr da oben, da drinnen dreht sich das Laufrad und erzeugt sozusagen die Energie, aus der in weiterer Folge dann Strom erzeugt wird. Dabei wird die Menge an Wasser genau gesteuert, die durch die Turbinen fließen darf. Da stehen wir vor dem Leiterradverstellorgan. Das ist ein hydraulischer Servomotor, der die 16 Leitschaufeln betätigt. Die Leitschaufeln sind rundherum im kreisförmig angeordnet und mit denen kann man durch Verstellung den Durchfluss durch die Turbine regeln. Das ist auch dazu erforderlich, dass man die Leistung der Anlage regulieren kann und den Wasserspiegel im Oberwasserbereich konstant halten kann. Aber wo stecken jetzt wirklich die Turbinen? Über eine kleine Leiter geht es ins Herzstück des Flusskraftwerkes Söllstufen-Lehn. Er kommt bis auf wenige Zentimeter an die Turbine heran. Wir befinden uns jetzt direkt bei der Turbine. Das Wasser rinnt jetzt rund um uns herum, links und rechts, zum Turbinenlaufrad in diese Richtung. Die Turbine dreht sich da vorne mit ungefähr 113 Umdrehungen pro Minute. Und diese Drehzahl, diese Kraft wird übertragen über die Turbinenwelle zum Getriebe. Im Getriebe wird die 113 Umdrehungen pro Minute auf 600 Umdrehungen pro Minute hochgetrieben. Und dann, um dann in weiterer Folge den Generator, der sich da in dieser Richtung befindet, anzutreiben. Der Generator, der macht letztendlich tatsächlich den Strom. Hinter mir ist der Generator, ein Synchrongenerator, der anders als beim Vorradl-Dynamo, wo der Rotor innen mit Permanentmagnete ausgestattet ist, auch am Rotor, sage ich, mit einem Elektromagnet ausgestattet ist, der dann ermöglicht, sowohl die Spannung als auch die Blindleistung zu regeln. Und der erzeugt dann mit 600 Umdrehungen pro Minute maximal etwa 7 Megawatt elektrischen Strom. Also richtig viel Power. Aber wo viel Strom fließt, muss dieser auch entsprechend kontrolliert und gesteuert werden.
Das passiert im Leitstand des Kraftwerkes. Da erfolgt die komplette Steuerung der Anlage, wobei die Anlage an sich von der Kraftwerkseinsatzleitstelle ferngesteuert wird. Aber im Leitsystem der Anlage selbst passiert die ganze Überwachung der Anlage und auch die Entgegennahme der Befehle und die Rückmeldung von Meldungen an die Kraftwerkseinsatzleitstelle, wenn erforderlich. Für unser Personal ist es aus jeder dieser Leitstellen in den Kraftwerken möglich, auf die anderen Kraftwerke der Anlage zuzugreifen. Wie man da sieht, sieht man den Rest anderer Anlagen, um sozusagen mit so wenig Personal wie möglich so gut wie möglich Betrieb führen zu können und einen guten Überblick über die Anlagen beizubehalten. Nur wenige Meter weiter wird der Strom geschaltet. Aus oder ein oder dorthin, wo man ihn gerade braucht. Wir sind da in der Schaltanlage, der 30 kV Schaltanlage. 30 kV steht in dem Fall für 30.000 Volt. Wir erzeugen ja den Strom im Generator mit 6.300 Volt. Der wird dann im sogenannten Blocktrafo hochgespannt von 6.300 Volt auf 30.000 Volt, geht dann in diese Schaltanlage und von der Schaltanlage aus kann man dann die an das Netz außen zuschalten oder wegschalten oder intern auch gewisse Umschaltungen vornehmen. Früher waren ja diese Schaltanlagen sehr, sehr groß gebaut, meistens irgendwo außen aufgestellt und haben viel Platz gebraucht, weil damit es zu keinen Spannungsüberschlägen kommt oder Stromüberschlägen kommt, hat man die Abstände sehr groß halten müssen. Diese SF6-Schaltanlagen sind so gebaut, dass die spannungsführenden Teile in Röhren gepackt sind, die mit einem speziellen Gas, mit SF6, gefüllt sind. Das ist hochisolierend und somit kann man diese Anlagen extrem klein und platzsparend bauen. Besonders im Außenbereich ist das Kraftwerk Sollstufe Lehn so platzsparend wie möglich. Für eine größere Außenanlage wäre gar kein Platz vorhanden. So entsteht also in Salzburg der Strom. Aus einem fließenden Gewässer wird ein Rad angetrieben und dieses bedient einen Generator. Das Beste daran? Dem Wasser geschieht während der Stromerzeugung quasi nichts. Es kommt genauso wieder aus dem Kraftwerk heraus, wie es davor hineingeronnen ist. Hinter mir sieht man jetzt, wo das Wasser aus der Turbine rauskommt. Was man auch noch sieht, ist die Wehranlage. Die Wehranlage staut nicht nur das Wasser auf, sondern ist auch wichtig, dass man das Hochwasser eventuell, das kommt, abführen kann. Und zwar sicher abführen kann, sodass im Oberligabereich nichts passieren kann. Damit sorgt die saubere Energie vom Greentech-Unternehmen Salzburg AG also nicht nur für eine stabile Versorgung, sondern auch für mehr Sicherheit im Hochwasserschutz. Das war jetzt unser kurzer Streifzug durchs Kraftwerk Lehn, wo wir gesehen haben, wie in einem Wasserkraftwerk Strom erzeugt wird. Das ist nicht nur da so der Fall, auch in anderen Kraftwerken. Danke fürs Interesse und viel Spaß beim Benutzen von Strom in der Zukunft.